Schaut euch das mal an hier, die Suppe. Das wird ja kein Mensch, schaut euch das mal an, das wird ja kein Mensch trinken. Das wird ja kein Mensch zu sich nehmen. So, aber es gibt solche Wasserquellen. So, und wenn es um Leben oder Tod geht, dann trinken wir auch solches Wasser. Wissen wir hier, ob da Bakterien drin sind, Parasiten drin sind oder sonstige Mikroorganismen oder Chemikalien? Nein, können wir nicht sehen. Wir können einfach nur sehen, dass dieses Wasser schon alleine optisch unappetitlich aussieht und wir würden es nicht trinken. Aber in der Krise, ja, das spielt die Psyche eine ganz große Rolle und dann trinken wir auch so ein Wasser, was lebensbedrohlich sein kann. Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Heute erkläre ich euch einmal die Urquelle Outdoor Station. Das bedeutet die stationäre Version von unserer Urquelle. Wir haben natürlich auch nochmal die Urquelle Outdoor Travel. Der Rucksack, da gehe ich in einem anderen Video drauf ein. Doch im Endeffekt, die Technik ist ein und dieselbe. Nur, dass wir hier eine stationäre Version haben, die natürlich auch geeignet ist, um sie mit für unterwegs zu nehmen. Ja, das ist dann dementsprechend, wer hat die Möglichkeit. Hier haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, dass wir hier diesen Koffer, die Urquelle Autostation, als Trolley benutzen können. Den Rucksack, den können wir natürlich aufsetzen und können längere Märsche machen, auf eine längere Distanz. Ja, hier ist wirklich eine Anlage, die wir natürlich auch auf längere Distanzen benutzen können. Ja, aber sie ist einfach dafür geeignet, um sie zu Hause, im Haus, in der Basis zu benutzen, so dass wir auch nicht nur alleine Wasser filtern können, sondern die ganze Mannschaft, Nachbarschaft und so weiter wird dadurch versorgt. Natürlich auch die ganze Familie. Wenn du die Urquelle Outdoor Station bestellst, bekommst du einmal die Pumpe, einmal die Urquelle Outdoor Station, je nachdem eine Version mit UMH oder ohne UMH. Ja, alles andere ist standardmäßig mit dabei. Das bedeutet, wir haben hier einmal den Vorfilter, einmal die UF-Membrane, die Keimsperre und einmal die Aktivkohleeinheit, die dafür sorgt, dass sämtliche Giftstoffe, Chemikalien und so weiter aus dem Wasser rausgezogen werden. So, einmal ganz kurz von dieser Perspektive hier. Das bedeutet Vorfilter, der auswaschbar ist, was den Vorteil mit sich bringt, dass wir hier wirklich eine Einheit haben, wo wir nicht regelmäßig, gerade auch in der Krise ist das vom Vorteil, nicht regelmäßig wechseln müssen, sondern diesen hier auswaschen können. Das zeige ich euch gleich im Video. So, hier haben wir eine UF-Membrane, das ist eine Keimsperre, die jegliche Keime, Bakterien, Parasiten fernhält. So, und hier haben wir einmal nochmal die ganz starke Einheit, die dafür sorgt, dass sämtliche Chemikalien im Wasser, Medikamentenrückstände hiermit resorbiert werden. Durch ein starkes patentiertes Verfahren, so wie die Aktivkohle hier gebrannt wird. Das ist eine gebrannte Aktivkohle und keine geschüttete, ganz wichtig zu wissen. So, und hier haben wir nochmal eine Einheit, die das Wasser wieder revitalisiert. Denn Filtern ist nur ein Bereich der Urquelle Auto. Wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit mit der Edelsteinkartusche, dass wir das Wasser wieder revitalisieren. Hier vom Nahen einmal die Pumpe. So, hier wird einmal der Schlauch angeschlossen, um das Wasser, was wir filtern wollen, durch dieses Sieb zu jagen, durch diese Pumpe zu transportieren, mit einem Hebel, mit einer Hebelwirkung. So, und wirklich durch ganz einfachen, durch einen ganz einfachen Mechanismus transportieren wir dann das Wasser durch diesen Bereich. Ja, hier wird der Schlauch angestöpselt. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das hier funktioniert. Hier haben wir einmal einen Ring, der nach hinten gedrückt werden muss, wenn wir den Schlauch rausziehen möchten. Das heißt, nicht mit Gewalt arbeiten, sondern den Ring hier nach hinten drücken und dann den Schlauch ziehen. Dann kriegen wir den Schlauch auch ohne Probleme rausgestöpselt. So wird es nicht möglich sein. So. Dann haben wir einmal hier den Eingang, das bedeutet das Wasser, was gefiltert werden soll, das bedeutet Seewasser, Regenwasser oder was auch immer für kontaminiertes Wasser geht hier rein und hier kommt es sauber, revitalisiert, gereinigt in einer hohen Trinkwasserqualität wieder raus. Diesen Schlauch hier können wir dann, wie wir möchten, entweder in ein Gefäß, eine Wasserflasche oder wo auch immer reinstecken, dass wir das Wasser gefiltert entnehmen können. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben hier die Möglichkeiten natürlich, den Koffer hier als Trolley zu benutzen. Das bedeutet, er hat hier Räder eingebaut und wir können mit diesem Koffer auch natürlich Distanzen hinterlegen. Wir können natürlich auch damit unterwegs sein, mobil sein. Ja? Aber da bietet sich einfach der Rucksack eher an, weil wir mit dem Rucksack einfach noch weitere Distanzen machen können. Aber haben wir einen See um die Ecke, können wir natürlich auch mit diesem Koffer hier mobil sein.
Die Urquelle Station wird natürlich bei uns in der Manufaktur in Handarbeit hergestellt. Das bedeutet, hier ist nichts mit Fließbandarbeit, sondern hier wird wirklich noch per Hand gearbeitet und jedes einzelne Teil, was hier verbaut wird, wird von uns per Hand in der Manufaktur zusammengebaut. Diese Pumpe hier wird natürlich auch per Handarbeit von einem Kooperationspartner hergestellt, so dass wir wirklich hier nicht etwas vom Band haben, sondern wirklich aus einer Manufaktur mit der gegebenen Qualität. Gerade in der Krise ist es wichtig, dass wir nicht irgendwie filtern, sondern wirklich, das ist unsere Lebensversicherung und da muss Qualität hinterstecken, da muss Robustheit hinter sein. Ja, dieser Koffer hier ist nahezu unzerstörbar, da habe ich euch schon mal in anderen Videos gezeigt, was für Qualität dieser Koffer mit sich bringt und genau das brauchen wir in der Krise. So, und wir werden heute dieses Wasser hier filtern. Ich habe hier natürlich ein Paradebeispiel, dass man normalerweise, ja, schaut euch das mal an hier, die Suppe. Normalerweise, ja, ist es so, dass wir, wenn wir Wasser entnehmen, entnehmen wir Wasser aus der, von der Oberfläche. Ja, wenn wir aber trotzdem in irgendeiner Situation sind, wo wir wirklich so ein Wasser hier zur Verfügung haben, ja, das wird ja kein Mensch, schaut euch das mal an, das wird ja kein Mensch trinken. Das wird ja kein Mensch zu sich nehmen. So, aber es gibt solche Wasserquellen. So, und wenn es um Leben oder Tod geht, dann trinken wir auch solches Wasser. Wissen wir hier, ob da Bakterien drin sind, Parasiten drin sind oder sonstige Mikroorganismen oder Chemikalien? Nein, können wir nicht sehen. Wir können einfach nur sehen, dass dieses Wasser schon alleine optisch unappetitlich aussieht und wir würden es nicht trinken. Aber in der Krise, ja, das spielt die Psyche eine ganz große Rolle und dann trinken wir auch so ein Wasser, was lebensbedrohlich sein kann. Um euch die Filterleistung der Urquelle Outdoor Station zu zeigen, haben wir natürlich, werden wir dieses Wasser so belassen, wie es ist. Das bedeutet, wir nehmen einmal das Ansaugsieb, ja, stecken das in das zu entnehmende Wasser, wie ihr seht. Ja, es ist wirklich ein Hardcore-Test sozusagen. Und fangen direkt an. Ja, das ist wirklich ganz simpel. Hier brauchen wir keine großen Voraussetzungen, ja, sondern wir brauchen einfach die Urquelle Outdoor Station. Und das Wasser, was gefiltert werden soll, ein Gefäß, wo wir dieses Wasser halt entnehmen und festhalten. Und dann bedeutet es einfach, wir stecken einfach unseren Fuß hier rein, um der Pumpe Halt zu geben. Ja. Wenn ihr die Pumpe bekommt, nur ein ganz kurzer Hinweis, ist es so, dass diese Schraube hier nicht montiert ist. Das bedeutet, diese Schraube müsst ihr im Nachhinein montieren. Aber das ist ein Kinderspiel, das geht ganz einfach. Und dann ist sie aber auch bereit und kann pumpen. So, und wir fangen einfach an. Ein kleiner Druck baut sich auf. So, und hier können wir wunderbar sehen, wie das Wasser sich jetzt in den Filtern aufbereitet hat. Und hier können wir sehen, wie das Wasser jetzt durch die ganzen Filterkartuschen läuft. Hier haben wir schon Wasser, was gefiltert ist. Ja, hier kann man ganz deutlich sehen, wie sich hier der ganze Dreck sammelt im Vorfilter. Hier ist das Wasser schon deutlich gereinigt und hier geht das natürlich nochmal in die Endphase, ja, der Filterung. Und wir schauen uns das mal an. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einen Druck aufgebaut, wo das Wasser automatisch rausläuft. Natürlich, das Glas ist hier nicht optimal, aber wir reinigen das Glas mal ein bisschen mit dem Wasser. So. Schaut mal, wie lange hier das Wasser läuft, ohne dass man es pumpt. Ich muss sogar das ganze Glas mit reinigen. So, wie lange reinige ich das Glas jetzt einmal? Okay, jetzt pumpe ich nochmal nach. Und dann entnehmen wir das Wasser, was hier, natürlich muss man darauf achten, dass das hier unter Wasser gehalten wird. Okay. Jetzt schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Also wenn das nicht sauberes Wasser ist, weiß ich auch nicht. Und das hier hatten wir vorher als Ausgangsmaterial. Na, also
Also hierbei konnten wir wirklich sehen, dass wir hier wirklich selbst das ekligste Wasser, selbst das Wasser, was wir niemals so zu uns nehmen würden, selbst in der schlimmsten Situation würden wir mit unserer Psyche kämpfen und würden sagen, ey, sollen wir das Wasser trinken oder sollen wir weitersuchen? Das Problem ist, wenn wir weitersuchen, verlieren wir Zeit. In der Krise ist Zeit ganz, ganz schwierig, ganz, ganz wertvoll und Mangelware. Und hier haben wir wirklich ein System, was uns nicht nur Zeit erspart, sondern was uns unser Leben sichert, weil wir hier wirklich, wie wir gesehen haben, wirklich kristallklares Wasser haben, nochmal restrukturiert und wirklich gerade auch in der Krisensituation mehr als nur bekömmlich. Okay, einmal ganz kurz nochmal zusammengefasst. Das bedeutet, wir haben die Pumpe hier, wir bauen sie ganz am Anfang zusammen, indem wir diese Schraube hier festschrauben und dann haben wir die Pumpe aktiviert. Den Schlauch unten stecken wir rein und haben ihn dann aktiviert. So, das System, einmal hier der Eingang und einmal der Ausgang anschließen und das System kann benutzt werden. Und hierbei braucht ihr gar nichts beachten. Das ist hier im Endeffekt alles so installiert, dass man hier sich nicht drum kümmern muss. Ich habe den Koffer jetzt aufgemacht, man muss ihn aber nicht aufmachen. Man kann ihn auch geschlossen halten, weil das, was hier drin ist, ist unsere Arbeit. Und das, was ihr hier habt, das ist eure Arbeit. Ja. Und euer Mehrwert ist hier wirklich hochreines Wasser in der Krise. Und wir haben auch die Möglichkeit natürlich, dass wir diesen Koffer hier auch zu Hause in der Küche anschließen und können so mit unser Kranwasser filtern, was auch noch natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Das heißt, das Gerät können wir nicht nur in der Krise benutzen, sondern wir können es auch zu Hause benutzen, wenn noch keine Krise herrscht. So, was benötigt ihr für die Wartung? Einmal den Schlüssel hier, um die Kartuschen aufzumachen und ein Schraubenzieher. Von dieser Position lässt sich am besten arbeiten. Dann braucht ihr einen Schraubenzieher und fangt an, die Schrauben hier zu lösen. Ihr habt die Schrauben gelöst, dann könnt ihr einmal die Muffen hier abmachen und habt jetzt vor euch den Vorfilter und sein Gehäuse. Dann könnt ihr das hier einmal dran. Und das wird jetzt schwierig mit einer Hand. Ich versuche es trotzdem. Dann löst ihr den, indem ihr ihn nach links zieht. Er ist natürlich sehr schwer, also sehr fest angezogen, damit er auch wirklich den Druck standhält. Wir versuchen ihn jetzt einmal zu lösen mit einem Ruck. Ihr habt es gesehen, es hat funktioniert. Und ihr seht, das ist nicht schlimm. Jetzt läuft natürlich Wasser aus, aber das ist ja kein Problem. Das ist alles hier wasserresistent, aber schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, was alles hier hängen geblieben ist. Ne? Wir haben natürlich auch hier den Hardcore-Test gemacht. Ja, schaut einfach, dass ihr hier wirklich den Filter so weit wie möglich schon, dass ihr von der Oberfläche des Wassers und kein sandiges Zeugs hier mit reinholt in den Wasserfilter. Ne? Aber um euch das zu präsentieren, es ist natürlich auch möglich, so ein Wasser zu filtern. So, und jetzt wird es wahrscheinlich schon von der Hand funktionieren. Das bedeutet, den Schlüssel brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir so arbeiten. Frei ist. Mit einer Hand ist das schwierig. So, jetzt haben wir es. So, das können wir jetzt mal auf Seite stellen. Und hier haben wir einmal den Vorfilter. Schau ich das mal an. So. Diesen nehmen wir dann einfach in einen Eimer sauberes Wasser. Am besten in der Krise. Wenn ihr in der Krise seid, besorgt euch natürlich Regenwasser, das reicht vollkommen aus. Es muss jetzt kein gefiltertes Regenwasser sein, sondern einfach nur Regenwasser oder Seewasser. Es dient jetzt einfach nur dessen, dass wir hier wirklich den groben Dreck hier ausspülen. Natürlich, wenn ihr genug Wasservorräte habt, wenn ihr an See in der Nähe habt, könnt ihr auch gefiltertes Wasser zum Reinigen nehmen. Ja, und einfach mit wirklich jede Lamelle hier mit dem Finger hier putzen, dass wir hier wirklich alles an Sedimente aus dem Filter reinigt. Ihr könnt hier natürlich auch mit einer Bürste arbeiten. Die Zahnbürste ist hier sehr, sehr gut. Ja, aber ihr seht, es ist im Endeffekt ziemlich simpel. Der Vorteil ist, wir müssen keinen neuen Vorfilter kaufen.
zumindest erstmal nicht. Irgendwann mal ist das Ding hier natürlich auch ausgeleiert, ist ja ganz klar. Ne? Aber auf jeden Fall einige Male könnt ihr das so machen, ohne dass ihr einen neuen Vorfilter benutzen müsst. Ne? So, dann direkt an die Seite stellen, in die Wiese, da passiert nichts. Und jetzt machen wir das gleiche hier mit dem Gehäuse. So. War es im Endeffekt schon. Gehäuse rein. Mit einer Hand ist es natürlich alles noch mal ein bisschen schwieriger, aber selbst mit einer Hand funktioniert es, wie ihr sehen könnt. So. Und das Ganze, das wird dann im Endeffekt wieder drauf gedreht. Kommt der Schlüssel noch mal ins Spiel. Und dann das gleiche Spielchen in die andere Richtung kurz zuziehen, sodass es wirklich auch fest ist. So, das reicht auch schon. So, und dann werden natürlich die Muffen da dran gemacht. So könnt ihr dann den Koffer lagern, um das Wasser aus dem Koffer rauszubekommen. Ja, wenn wirklich so ein Wetter ist wie heute, wunderschön, dann lasst ihn einfach über Nacht stehen. Wenn ihr also natürlich auch die Möglichkeit, also Gewissheit, dass euch keiner den nachts irgendwie wegnimmt. Aber ansonsten ist das hier die perfekte Position, um den Koffer trocknen zu lassen von innen. So, und zu guter Letzt zeige ich euch nochmal die Urquelle Auto Travel. Das bedeutet, das System, was ich euch gerade hier vorgestellt habe, die Urquelle Auto Station, ist hiermit verbaut. Das heißt, viel mehr geeignet für unterwegs. Ja. Mit einer Hand, zack, auf den Rücken drauf. Und ab geht die Post. Rücken wird an den, Pumpe wird an den Rücken hier angeschnallt von dem Rucksack. Und dann können wir damit spazieren gehen, wandern gehen oder in der Krise wirklich auch weitere Orte aufsuchen. Wenn wir zum Beispiel unsere Basis verlassen müssen sozusagen und wir nicht etliche hunderte Liter an Wasser mitnehmen können. Hier haben wir über 10.000 Liter, die wir filtern können mit dem Rucksack und können wirklich uns entfernen von unserer Basis und sind trotzdem auf der sicheren Seite, was Wasser angeht. Meine Lieben, ich wünsche euch nur das Beste und natürlich wünsche ich uns allen, dass wir nicht in diese Krisensituation kommen. Doch, gerade in den heutigen Zeiten, wenn wir uns mal so ein bisschen die ganze Lage anschauen, dann ist es besser, dass wir vorsorgen, wie dass wir dann nachher Sorgen haben, wie wir über die Krise oder durch die Krise kommen. Mit einer Vorsorge, gerade auch Wasser, wird oft unterschätzt. Viele haben halt Wasser irgendwo gelagert, im Keller, in Plastikflaschen und so weiter und so fort. Ja, gut. Aber das Wasser, von der Qualität möchte ich gar nicht sprechen, was das für eine Qualität ist. Ja, aber das geht auch irgendwann mal aus. Also, und was machen wir denn dann? Dann haben wir ein großes Problem. So, und was passiert, wenn wir unterwegs sein müssen, wenn wir unsere Basis verlassen müssen? Können wir dieses Wasser mit uns schleppen? Nein, können wir nicht. Hier haben wir die Option, dass wir wirklich autark sind, unterwegs sind, mobil sind und immer genug Wasser haben. Nicht nur für uns alleine, sondern für unsere ganze Familie, für unsere ganze Nachbarschaft, für unsere ganze Mannschaft. Und das ist das, was zählt. Möchtest du überleben, sorg dafür, dass du genug Wasser hast in der Krise. Ansonsten wird es sehr ungemütlich und keiner will kontaminiertes Wasser trinken müssen. Meine Lieben, Dankeschön. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis zum nächsten Video. Lasst euch gut gehen. In der Wildnis. Komplett abgeschnitten. Ohne Strom. Egal, ob dein erster Gedanke perfekte Auszeit oder Krisensituation ist. Wer überleben möchte, braucht neben einer Unterkunft und Nahrung vor allem eines. Sauberes Trinkwasser. Unterwegs kann das ganz schön schwierig sein. Und zu Hause? Naja, selbst mit einem so großen Lager würde der Bestand nur wenige Wochen halten. Gut wäre eine Frischwasserquelle direkt in deiner Nähe. Oder noch besser, das transportable Wasserfiltersystem von Urquelle Outdoor. Warum? Weil du beim Überleben mehr als 0815 brauchst. Mehr Lebensdauer, mehr Filterkraft, mehr Volumen, mehr Flexibilität, mehr Einfachheit, mehr Wasserqualität, mehr Sicherheit. Für all das gibt's die Wasserfiltersysteme von Urquelle Outdoor.
Das ausgeklügelte Filtersystem beseitigt von Keimen, Bakterien über Parasiten bis Schwermetalle alles und gibt dem Wasser seine Lebendigkeit und Frische zurück. Aus kontaminiertem Wasser wird Quellwasser. Du willst auch mehr? Dann gehe jetzt auf unsere Website für weitere Infos.